Hey Leute und herzlich willkommen zum letzten Video von dieser Japan-Reise und zwar dem Q&A, wie ich schon angekündigt habe. Ihr habt uns ganz viele Fragen gestellt auf Max' Kanal, auf meinem Kanal, bei Twitter und wir werden jetzt ein paar davon in diesem Video beantworten und ein paar in einem Video bei Max auf dem Kanal. Richtig. Da könnt ihr dann danach gerne auch vorbeischauen. Jetzt geht's erstmal los und wir fangen mit der ersten Frage an. Die erste Frage kommt sogar von deinem Kanal und zwar hat Hardware Dani gefragt, wie gut ist euer Japanisch und kommt man auch mit Englisch im Alltag klar? Mhm. Darüber haben wir schon mal in einem Video geredet, bei mir auf dem Kanal, glaube ich. Da haben wir euch auch so ein paar Phrasen mitgegeben auf Japanisch, die man so am Anfang gut gebrauchen könnte. Und es ist so, dass ich immer wieder sagen würde, an den Touristen-Hotspots, so wie zum Beispiel in Tokio, Kyoto etc., kommt man mit Englisch schon sehr gut klar. Vor allen Dingen im Hinblick auf Tokio 2020, also die Olympischen Spiele nächstes Jahr. Wird schon mehr, auf jeden Fall. Wird Englisch immer mehr und immer häufiger. Wir haben letztens sogar lustigerweise auf dem Weg nach Gunma mitten im Nirgendwo auf einer Raststätte eine Frau getroffen, an der Raststätte, die Mitarbeiterin, die unbedingt mit uns Englisch sprechen wollte. Ja, sie hat auf Japanisch geantwortet, aber sie hat die ganze Zeit auf Englisch weitergeredet. Die Frau hat die ganze Zeit, sie wollte ihr Englisch auspacken, hatte man so das Gefühl und hat sich voll gefreut, dass sie das mal benutzen kann. Also es wird mehr. Trotzdem würde ich sagen, je weiter man aufs Land rauskommt, desto schwieriger wird es mit Englisch. Ja, auf jeden Fall. Ja, also es kommt drauf an, was ihr machen wollt, aber komplett ohne Japanisch ist schwierig. Zum Thema, wie gut ist unser Japanisch? Anne hat N3 bestanden. Mein Japanisch ist relativ gut, sage ich mal. Also ich komme sehr gut im Alltag klar, auch wo ich hier gewohnt habe. Ich habe jetzt im Dezember den N3 gemacht. Die Leute auf meinem Kanal werden das wissen. Zu meinem Japanisch, ich verstehe mehr, als ich spreche. Ich spreche eigentlich kaum. Aber irgendwie, das trifft sehr gut. Irgendwie ist es noch ganz gut drin, so verstehen, um was geredet wird. Aber selbst sprechen ist bei mir nicht so. Ein paar Phrasen kann ich, aber das war's auch. Die nächste Frage, beziehungsweise die nächsten Fragen wurden uns mehrmals gestellt. Und zwar, wie viel kostet so eine Reise nach Japan? Wie viel kostet eine zweimonatige Reise nach Japan? Wie viel kosten 3 Wochen in Japan? Also ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz darauf ein, wie viel wir jetzt so in diesen 2,5, 3 Wochen ausgegeben haben. Ja. Also wir haben unseren Flug ein halbes Jahr im Voraus gekauft und haben pro Person mit Reisekostenversicherung Reiserücktrittsversicherung um die 650 Euro bezahlt. Dazu muss man sagen, es geht günstiger. Es geht aber auch sehr viel teurer. Ja. Hätten wir irgendwie, ich glaube, 3 Wochen vorher war es, da waren wir uns aber noch nicht sicher wegen Urlaub nehmen und sowas, da war der Flug um die 560 Euro und dann wurde es aber teurer, weil der dann wahrscheinlich ausgebucht war aus irgendwelchen Gründen. Also, ja genau, wir waren bei 650 Euro. Für die ganzen Übernachtungen, die Unterkünfte, die Hotels haben wir insgesamt um die 530 Euro pro Person ausgegeben. Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Das ist nicht zu teuer, nicht zu günstig, so ein Durchschnittswert. Ja. Und für das Mietauto haben wir dann pro Person 260 Euro ausgegeben. Zusätzlich dazu hat jeder von uns noch mal so um die 1000 bis 1500 Euro an Geld mitgenommen, in Anführungsstriche. Das heißt, wir haben das Geld eingeplant, um das hier ausgeben zu können für Zugfahren, Essen gehen, irgendwas kaufen wollen etc. Wobei keiner von uns dieses Geld auch komplett ausgegeben hat. Insgesamt denke ich aber, wenn man Flug mit einberechnet, Unterkünfte einberechnet, Essen einberechnet, wirklich einfach alles, was man ausgibt an Geld für diese eine Reise, wenn man für so 3 Wochen 3000 Euro einplant, ist man sehr gut dabei. An und Max reisen, 3000 Euro pauschal. Wir buchen. Link in der Beschreibung. Alles klar. Bei 2 Monaten muss ich allerdings sagen, finde ich das schwer, das einzuschätzen. Weil wir waren jetzt wirklich jeden Tag unterwegs, haben jeden Tag Programm gemacht und gepusht. Okay, wir hatten so 2 Tage dabei, wo wir ein bisschen gechillt haben. Aber eigentlich waren wir da auch unterwegs. Und daher denke ich mal, bei 2 Monaten ist es schon so, dass man halt nicht jeden Tag unterwegs ist und auch ab und zu mal ein bisschen mehr chillt, wobei es halt auch sehr ankommt, was man in den 2 Monaten eben machen möchte. Ja, und das ist nicht so einfach jetzt. Ich denke mal, wir können den Vergleich auch nicht ziehen, weil wir länger hier gewohnt haben. Ja, genau. Deswegen können wir auch nicht sagen, 2 Monate im Hotel kostet so und so viel Geld. Ja. Weil ich denke, wenn du nicht kochen kannst, wenn du nicht mal eben sagen kannst, ich kaufe mir jetzt Sachen aus dem Supermarkt, das und ist bereit schon, das vor, dann bist du einfach teurer dabei. Richtig. Gefragt wurden diese ganzen Fragen übrigens von Rin Nohara.
Dashi und Doskal. Das habe ich vergessen am Anfang. Jetzt die Frage, wo ich auch gelesen habe, dass viele sich nicht getraut haben, das zu fragen. Seid ihr beide eigentlich zusammen und wie lange seid ihr schon ein Paar? Ja, wir sind jetzt seit ein bisschen mehr als 2 Jahren zusammen. Genau. Jetzt kommt eine Frage, über die wir eben schon so ein bisschen diskutiert haben, weil die Antwort echt uns schwerfällt. Ja. Und zwar kommt die Frage von Kerem, liebe Grüße. Gibt es auch neue Sachen, abgesehen von Riesengebäuden, die ihr für euch entdeckt habt? Und die Antwort ist echt schwierig. Was mir spontan sofort einfällt, ist Shizuoka als Ort, als Gebiet. Ich war damals nie in Shizuoka, habe das leider nicht geschafft und bin super froh, dass wir das dieses Mal gemacht haben. Mhm. Ich fand die 1,5-2 Tage, die wir dort unten hatten, super spannend und richtig schön von der Landschaft, von der Aussicht her und würde gern irgendwann noch mal etwas länger nach Shizuoka reisen wollen. Aber ansonsten ist es so, dass wir viele Sachen so ein bisschen, ja, wie soll ich es erklären? Wir haben zum Beispiel von Sachen, die wir kannten, neue Geschmäcker entdeckt oder so, oder Geschmacksrichtungen. Ja, ich glaube, es sind viele kleine Dinge, die man neu entdeckt hat, aber nicht so nennen kann. Ich muss aber auch sagen, ich finde es nicht schlimm. Ja, finde ich auch nicht. Also ich finde, so wie wir es gemacht haben, können wir, glaube ich, auf einen Urlaub zurückblicken, der toll war. Auch wenn wir jetzt nicht sagen, boah, geil, wir waren jetzt in Fukushima und haben uns das Atomkraftwerk... Nein, keine Ahnung. Wir haben jetzt nicht die für uns krassen neuen Sachen gemacht. Genau, wir haben viele Orte gesehen, die wir schon kannten, aber die wir auch einfach nochmal wiedersehen wollten. Und von daher ist es halt so, ja, sehr ausgewogen. Also ein bisschen was Neues, aber jetzt nicht so die krass neuen Entdeckungen, von denen wir noch nie gehört hatten oder so. Ja, außer der neue Ausgang in Shibuya. Digital Arts Museum, stimmt. Digital Arts Museum. Das war geil. Ja, das war echt geil. Video ist hier verlinkt. Promotion, Anne. Dann hat mich jemand, dessen Namen ich jetzt nicht hier aussprechen möchte, weil wir mitten in Japan sind, gefragt. Wie war es, alte Bekannte wiederzusehen? Und ich fand es super spannend. Mit vielen von den Leuten habe ich noch aktiv Kontakt, mit einigen mehr, mit anderen ein bisschen weniger. Aber ja, einfach die Leute wiederzusehen, mit den Leuten zu reden, war für mich einfach super schön zu sehen, dass es den Leuten gut geht, zu sehen, dass sie sich kaum verändert haben, dass man selbst sich eigentlich auch kaum verändert hat. Das war irgendwie einfach toll. Ja, ich war 2 Mal mit meinen Kollegen essen und trinken, mit meinen damaligen Kollegen. Ja. Das war auch sehr schön. Die sind häufiger mal in Deutschland, also ich habe die schon häufiger mal wieder getroffen. Mhm. Aber dann zu sagen, hey, wir sind in Japan und gehen hier japanisch essen, war auch toll. Wir haben auch die Japaner getroffen, die mein Auto repariert haben und halt sehr gerne auf Bergstraßen driften gehen. Das war auch sehr toll, aber das auch ein bisschen... Das fand ich sogar spannend, weil die Japanisch reden, was ich auch nicht immer 100% verstehe. Aber ich glaube, das Wiedersehen in Gunma war, glaube ich, noch ein bisschen... Also war weird, weil sie dann auch irgendwann nicht mehr wussten, was wir erzählen sollen. Ja, aber trotzdem cool, weil das sind super, super liebe Leute. Aber auch so eine japanische Sache. Ich glaube, Japaner wollen immer, dass du den bestmöglichsten Aufenthalt hast, während du hier bist. Und deswegen versuchen sie für dich was ganz, ganz Tolles zu machen und ganz viel dir zu bieten. Aber manchmal möchte man einfach nur die Leute wiedersehen und gar nicht groß was machen. Genau. Und an der Stelle, als Tipp von mir, ist es immer wichtig, den Leuten dann noch anzubieten, hey, falls du irgendwie busy bist, falls du was zu tun hast, ist auch kein Problem, wenn wir jetzt an dieser Stelle sagen, okay, gut, das reicht als Wiedersehen. Weil ganz oft nehmen sie das dann auch sehr gerne entgegen, weil sie sich einfach, ich würde nicht sagen, nicht trauen, aber weil es einfach Etikette ist, nicht zu sagen, du, sorry, so viel Zeit habe ich eigentlich nicht. Die nächste Frage kommt von Darcy und zwar lautet die Frage, fühlt ihr euch in Japan sicherer als in Deutschland? Und das ist ein definitives Ja, wobei ich mich nicht komplett unsicher fühle in Deutschland. Nee. Aber es ist einfach so, in Japan kannst du halt dein Handy auf dem Tisch liegen lassen und es nimmt keiner mit, während du auf Toilette gehst oder so. Oder du kannst auch einfach du musst halt nicht die ganze Zeit deine Tasche irgendwie vor dir festhalten, weil du Angst hast, dass jemand irgendwas rausgreifen könnte oder so. Ich laufe hier mit einem Jutebeutel rum, der oben offen ist. Da ist meine Kamera drin, mein Handy drin, etc. Ja. Also ich würde schon sagen, Japan ist sehr sicher. Ich würde da aber nochmal differenzieren. Ich glaube, im Blick auf Naturkatastrophen fühle ich mich hier nicht sicherer. Einfach so die Gefahr vor Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Tsunamis ist ja halt schon präsenter als in Deutschland. Jetzt vorhin standen wir auf der Suche nach einer Location für dieses Video vor einem Schild mit einem Park und dann stand da dran, dieser Park ist keine Evacuation Area, bitte, bitte im Falle eines Notfalles nicht hier sein, bitte zum Park weiter weg vom Fluss gehen. Hm.
Also, und wenn du einmal so ein richtiges Erdbeben erlebt hast, und das hatte ich in der Zeit, muss ich sagen, jetzt dolles Erdbeben wäre ziemlich kacke. Ich muss an der Stelle sagen, dass ich mir darüber, glaube ich, einfach nicht so viele Gedanken mache. Also ja, damals, als ich mein Auslandsstudium das eine Jahr lang hier gemacht habe, war es auch so, dass wir übelst die krassen Belehrungen bekommen haben und unser Lehrer auch wirklich sehr energisch war, dass wir doch unbedingt zuhören sollen, weil das super wichtig ist. Aber ich selbst habe diese Gedanken daran einfach nicht so präsent im Kopf. Muss ich ja, doch, bei mir war die schon präsent im Kopf. Hm. Insbesondere bei den Übungen, wo ich der Einzige war, der an den Tisch gekrabbelt ist. Was? Jetzt kommt eine etwas längere Frage von Marc Weller. Und zwar lese ich die jetzt nicht komplett vor, aber es geht in dieser Frage nochmal um das Essen auf der Straße. Denn wir haben schon öfter gesagt, dass man während dem Laufen auf der Straße nicht isst. Mhm. Aber er hat gesagt, dass er in anderen Videos von anderen YouTubern gesehen hat, dass es eben viel Street Food Only in Japan gibt und wie das denn jetzt eigentlich ist. Da muss man ganz klar differenzieren. Was wir meinen ist, ich kaufe mir im Konbini ein Onigiri und während ich zur Station laufe, während ich zum Park laufe oder wohin ich gehen möchte, esse ich dieses Onigiri mitten auf der Straße. Oder ich sitze im Zug und esse mein Onigiri oder mein Essen, was ich mir mitgenommen habe, zwischen all den anderen Leuten und dem eigentlichen Streetfood, wo man eine Straße hat mit sehr vielen Läden, wo es sehr viel Streetfood-Essen gibt. Und die das auch dort direkt verkaufen, wo man das dann eben auch direkt dort essen kann. Also das sind meistens auch eher in etwas kleineren oder ländlicheren Gegenden Straßen, wo eben wirklich, wie eben schon erklärt, an jeder Ecke so ein Laden ist. Und da könnt ihr euch meistens auch vor den Laden hinsetzen und das dort essen. Da gibt es dann kleine Bänke oder sowas. Ja. Das haben wir in Gunma zum Beispiel auch gemacht, wo wir diese Waffeln gegessen haben. Ja, und das Essen im Zug und Essen auf der Straße macht man aber nicht. Definitiv. Und das würde man auch mit irgendwelchen Streetfood nicht machen. Ja. Also ein bisschen, ich glaube, man kann es auch mit Deutschland vergleichen. Stellt euch vor, Weihnachtsmarkt, es gibt Currywurst und Pommes. Ja. Da kannst du rumlaufen, da kannst du essen. Aber fändest du es geil, wenn du im ICE sitzt und neben dir packt nicht einer... Nicht ICE, auch im normalen Zug. Ja, und neben dir packt einer eine Currywurst. Doofes Bein. Neben dir packt einer einen Döner aus mit Zwiebeln und Knoblauch und mampft es vor sich hin. Ist in Deutschland, auch in Deutschland noch nicht geil. Okay, aber trotzdem genauso ungeil, wie es hier ist. Genau, also, hier wird es halt wirklich gelebt, hier machst du es nicht. Und hier machst du einen guten Eindruck, wenn du es nicht machst. Genau. Du wirst nicht ins Gefängnis gesteckt, aber du machst einfach einen guten Eindruck, wenn du dich daran hältst. Genau. Es geht halt dabei auch viel darum, einerseits, dass man im Kopf hat, dass man sein Essen genießt und sein Essen wertschätzt und es nicht einfach nebenbei isst. Und es geht andererseits auch darum, dass man eben mit den starken Gerüchen, die manches Essen von sich gibt, nicht die anderen Leute um sich drumherum belästigt, gerade in einem vollen Zug. Ja, das ist der Hauptgrund. Ja. Und jetzt kommen noch ein paar Fragen von Blue Slime. Ein paar Fragen von Blue Slime beantworten wir auch in Max seinem Video. Das ist ein bisschen aufgeteilt. Wir haben das alles thematisch sortiert. Deswegen sind nicht alle Fragen bei mir gelandet. Die erste Frage, die mich sehr gefreut hat, dass sie gekommen ist, ist: Gibt es endlich Quark in japanischen Supermärkten? Und nein, es gibt immer noch keinen Quark. Ich verstehe das nicht, aber ich glaube, es gibt auch nur Quark in Deutschland. Lass uns das zum Running Gag machen bei Anna auf dem Kanal. Sowas wie magst du Bratwurst bei Iblali? Gibt es Quark? Nein! Und die nächste Frage von Blue Slime lautet: Wie touristisch angelegt ist Japan eigentlich? Ich würde sogar sagen, sehr. Allerdings insbesondere auf Japaner bezogen. Ich habe nicht das Gefühl, oder viele Japaner verlassen ihr Land nicht unbedingt, weil dieses Land eigentlich eine ganze Bandbreite an Attraktionen zu bieten hat. Du hast quasi die ganze Bandbreite an Wetter, von winterlich ist tropisch. Ja. Das heißt, du musst dein Land nicht verlassen, um Skifahren diese Bandbreite zu gehen abzudecken. Oder um im Meer baden zu können oder so. Ja. Es gibt super viele Schreine mit verschiedenen Göttern, tolle Landschaften. Das heißt, du wirst in Japan immer, egal wo, irgendwie auf ein touristisch angehauchtes Prospekt. Ja. Und es gibt auch, glaube ich, in jeder Stadt so eine Art Tourist Information, wo die Leute eben dann halt auch ganze Informationen zu irgendwelchen Local-Bus-Touren oder sowas bekommen. Und es gibt fast in jeder kleinen Stadt irgendeinen Roundtour-Bus oder wo du halt auch ein Tagesticket kaufen kannst, wo du dann den ganzen Tag damit rumfahren kannst. Und jede Stadt ist für irgendwas zu essen berühmt. Genau, ja, das egal wo, egal was, jedes Futzeldorf, irgendein Essen ist da berühmt. Genau, aber in Bezug auf internationale Touristen kann man, glaube ich, schon sagen, dass so die großen Städte, klar,
hier sieht man Touristen. Mhm. Ich meine, wie viele Leute hier an uns vorbeilaufen als Touristen und uns anglotzen, ist schon groß. Aber wenn du ins Land fährst, wo halt nicht so viele Touristen sind. Nicht so viele ausländische Touristen. Dann fühlt es sich nicht an, als ob hier alles touristisch angehaucht ist, weil jetzt ein Japaner dahin fährt. Weil du es halt auch nicht verstehst wahrscheinlich, wenn du kein Japanisch sprichst. Ja. Von daher ist noch relativ wenig touristisch erschlossen. Wobei ich aber an der Stelle sagen würde, dass im Hinblick auf Tokio 2020, also die Olympischen Spiele nächstes Jahr, immer mehr gemacht wird, das habe ich auch bei Max in dem Video schon gesagt, dass auch immer mehr für die englischen Touristen angeboten wird, eben irgendwelche Ansagen, irgendwelche Schilder, alles auf Englisch, teilweise auch Koreanisch und Chinesisch auch noch. Ja. und von daher denke ich schon, dass da so ein kleiner Aufschwung aktuell passiert. Sogar bei mir in Kofu gibt es jetzt Busanzeigen, wo auf Englisch und Koreanisch und Chinesisch draufsteht, wie lange es da noch dauert, bis der Bus kommt, wo der Bus gerade ist und wo der Bus dann hinfährt, so nach dem Motto. Ja. Das war am Anfang, wo ich da gewohnt habe, auch noch nicht der Fall. Also man merkt es schon so ein bisschen, dass dann Aufschwung kommt, aber trotzdem, ja. Könnte noch ein bisschen besser sein, aber then again, wir sind in Japan. Hier ist halt eine andere Sprache, Landessprache. Ja. Ich meine, ich glaube, hier steht mehr, als in Deutschland irgendwo auf Englisch stehen würde. Das von daher definitiv. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ja. Und die letzte Frage für dieses Q&A und auch für diese Japan-Reise ist, gab es in Japan auch die Friday for Future-Demos? Und ich muss sagen, Umweltschutz und auch Nachhaltigkeit und Japan sind ein sehr kontroverses Thema. Und auch meine Reise hierher ist für mich selbst ein bisschen ein kontroverses Thema, weil man sehr viel mehr Fleisch, also ich sehr viel mehr Fleisch esse, als ich in Deutschland essen würde. Ich sehr viel mehr Müll produziere, als ich in Deutschland produzieren würde. Bananen sind in Plastik verpackt. Alles. Warum? Alles ist in Plastik verpackt. Egal. Das ist für mich ein sehr schwieriges Thema, wo ich auch oft drüber nachgedacht habe. Allerdings war ich sehr positiv überrascht, als wir an dem Freitag, wo wir in Tokio waren, in Shibuya an der Kreuzung standen. Und wenn es auch nur eine kleine Gruppe war, es gab eine Gruppe, die für Fridays for Future demonstriert hat, sogar mit Mikrofonen, mit großen Plakaten. Das hat mich sehr überrascht. Ich denke auch, dass das nicht der einzige Ort sein wird, wo das passiert ist. Ja. Aber es ist auf jeden Fall auch hier ein bisschen angekommen. Und es freut mich so ein bisschen und gibt mir Mut, dass Japan sich vielleicht auch ein bisschen bessert in der Hinsicht. Ja, wenn ein Land Plastik reduzieren kann, dann Japan. Dann dieses Land hier. Allein, was man an Plastiktüten noch bekommt, wenn man irgendwo einkaufen geht. Habe ich einen Energy Drink gekauft. Ich hatte einen Rucksack, wo man diesen Energy Drink reinmachen kann. Ich kriege diesen einzelnen Energy Drink in einer kleinen Plastiktüte. Und so ist es immer, wenn du hier einkaufst. Egal, was du kaufst, es muss in einer Plastiktüte verpackt sein. Habe ich das Gefühl? Oder wenn du was Frisches kaufst, und du kannst in eine Plastiktüte. Ja. Und dann wird diese Plastiktüte in noch eine Plastiktüte gemacht. Genau, aber das Problem ist, du kannst auch so schnell, wie sie das einpacken, kannst du gar nicht sagen, ich brauche keine Tüte. Die sind viel schneller dabei. Das ist, ich würde es gerne öfters tun, aber so schnell schaltet man dann meistens einfach gar nicht. So viel zu der Frage. ansonsten bin ich sehr froh, dass ihr uns diese Reise begleitet habt. Falls ihr nicht alle Videos gesehen habt, habe ich hier nochmal eine Playlist verlinkt, auf der ihr alle Videos nochmal anschauen könnt, in chronologischer Reihenfolge. Ja, ganz convenient. Genau. Wie Japan. Allerdings sind mir heute Morgen noch ein paar Gedanken gekommen zu dieser ganzen Reise, die ich einfach nochmal loswerden wollte, sage ich mal. Und zwar ist es so, als ich damals nach meinem Auslandsjahr nach Japan, nach Deutschland zurückgegangen bin, war es so, dass ich in Deutschland erstmal das Gefühl hatte, dass irgendwie was zu Ende war, dass man ja nach dem Zurückkommen einfach diesen Abschnitt erstmal hinter sich gelassen hat und ich irgendwie das Gefühl hatte, dass aber irgendwas fehlt und irgendwas von mir am anderen Ende der Welt ist und es einem so komisch vorkam, dass man so distanziert davon ist. Und jetzt hier diese Reise zu machen, hat mir gezeigt, dass es okay ist und dass es auch gut ist, dass ich ja wieder hierher kommen kann und es sich immer wieder genauso vertraut anfühlt, wie es sich eben auch damals angefühlt hat am Ende. Und dass sich zwar Dinge verändern, aber es eben auch irgendwie schön ist, Dinge dann wieder neu kennenzulernen. Und das zeigt mir eben halt auch einfach, ja, dass ich, also beziehungsweise habe ich jetzt kein Problem, nach Deutschland zurückzufliegen und denke mir so, oh nein, jetzt habe ich in Deutschland wieder meinen Alltag und darauf habe ich überhaupt keine Lust, sondern ich gehe nach Deutschland zurück und ich mag mein Leben in Deutschland ja auch, sonst würde ich es ja nicht führen. Und ich habe das Gefühl, dass
wenn ich zurückgehe, es eben nicht so ultimativ ist, dass ich nicht wieder herkommen kann, sondern ich habe das Gefühl, ich kann immer wieder hierher kommen. Japan ist immer wieder wie meine zweite Heimat und ich fühle mich hier eben einfach wohl. Genau, nach dem Auslandssemester, Auslandsjahr, hat sich so angefühlt, als ob jetzt irgendwie Japan wieder ganz weit weg ist. Genau. Eigentlich so wie vorher, wo man davon geträumt hat, mal nach Japan zu gehen. Weil jetzt, wenn du hier wiederkommst, so klar, du sitzt 12 Stunden im Flugzeug, du musst Geld bezahlen, um hierher zu kommen. Ja. Aber es sind halt dann auch wieder nur 12 Stunden Flug. Genau. Und dann bist du einfach wieder hier. Es fühlt sich halt einfach wieder viel näher an und ja, einfach nicht so unmöglich, hierher zu kommen. Nur mit ein bisschen Geld eben. Und Zeit. Und mit diesen Worten beende ich an dieser Stelle das Video und auch die komplette Japan-Reise. Ich denke, das passt ganz gut. Ja. Es gibt noch einen zweiten Teil zu dem Q&A auf Maxheim Kanal. Schaut da auf jeden Fall rein. Obwohl die Schlussworte eigentlich bei mir nicht zu toppen sind, aber die Fragen sind trotzdem schön. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich bedanke mich auch, dass ihr uns bei dieser Reise begleitet habt. Uns hat super Spaß gemacht. Ich hoffe, Kommentare lesen. Es war echt cool, die 2,5 Wochen lang. Und deswegen sage ich an dieser Stelle einfach, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.